Schönen guten Abend und ganz herzlich willkommen zur Heute-Show. Zur neuesten Ausgabe der Heute-Show. Danke sehr. Mann, ist wieder was los in der Welt. Sie haben es sicherlich gerade auch in den Nachrichten verfolgt. Riesenaufregung um dieses idiotische Mohammed-Video. Reden wir mal Tacheles, Freunde. Wie gehen wir um mit dieser ganzen Wut? Oder verraten wir vielleicht gerade unsere eigenen Werte? Lassen wir uns, ich weiß nicht, lassen wir uns einschüchtern? Das sind Fragen, die man... Was? Ich mag das nicht, Menschen aufzuhängen. Ja, gute Einstellung. Gottes Gesetz sagt, du kannst sie zerstückeln, aber nicht aufhängen. Ich muss weg, meine Damen und Herren. Nein, Quatsch. Nein. Und jetzt bitte nur noch mal fürs Protokoll. Diese Typen haben mit dem eigentlichen Islam null zu tun. So wie das Video übrigens null mit Satire zu tun hat. Das ist einfach Dreck. Von dem Geld hätte man locker 2, 3 vernünftige Pornos drehen können. Ja, ist doch so. Wäre die bessere Investition gewesen. Ja, und Unschuldige müssen das jetzt ausbaden. Doch die Wut richtet sich nicht nur mehr gegen die Botschaften. Auch diese amerikanische Fastfood-Kette wurde angegriffen. Kentucky Fried Chicken? Die haben doch keinem was getan. Die machen einen hervorragenden frittierten Hühnerarsch, meine Damen und Herren. Wir kommen ganz vom Thema ab. Alles wegen dieses Drecksvideos. Haben Sie mal reingeguckt, wie das schon aussieht? Als hätte die Video-AG der Sonderschule einen Bibelsketch mit dem Handy gedreht. Leute, ja, ich habe Verständnis, auch für religiöse Gefühle, aber bei allem Respekt. Ich mag auch keine schlechten Filme, ja? Aber brenne ich deshalb Sat.1 nieder? Nein, meine Damen und Herren, tue ich nicht. So sah die deutsche Botschaft im Sudan aus. Haben Sie es gesehen? Die trampeln auf unserem Bundesadler rum. Warum eigentlich die deutsche Botschaft? Hä? Was haben wir denn jetzt schon wieder gemacht? Hey, wir sind's doch, die Deutschen. Ihr liebt uns. Das ist kein Hass gegen die Deutschen. Das war meiner Ansicht nach ein Zufall. Das lag gerade auf dem Weg der Demonstranten. Ach so. Ja. Die lag halt auf dem Weg. Das ist Pech, ne? Wahrscheinlich wollten die wieder zum Kentucky Fried Chicken. Ja, die Regierung von Pakistan, liebe Zuschauer, hat heute sogar, das muss man sich wirklich mal auf der Zunge zergehen lassen, die Regierung von Pakistan hat allen Bürgern im Land freigegeben, damit sie gegen das Video protestieren können. Ne? Morgens um 9 dann so, Schatz, ich gehe in eine Stadt, mich aufregen. Ist gut, warte mal, du hast deine Fackeln vergessen. Und ganz schlimm sind ja diese Trittbrettfahrer. Wissen Sie, wen ich meine? Diese Idioten von Pro-Deutschland. Die wollen die Langversion des Videos, die übrigens gar nicht existiert, im Kino zeigen und finden den Islam insgesamt, ja, so mittel. Das ist eine Religion, das ist der Intoleranz, eine Religion der Gewalt und sowas wollen wir hier nicht. Ja, willkommen bei der Selbsthilfegruppe Brüllen gegen Intoleranz, meine Damen und Herren. Ja. Und das ist so ein Erfahrungswert von mir, wenn strammrechte Deutsche irgendwas nicht abkönnen, dann Intoleranz, meine Damen und Herren. Die behaupten, sie kämpfen für die Freiheit der Kunst. Ist klar. Das hat der Führer, glaube ich, auch immer behauptet. Die Spinner auf beiden Seiten bestimmen gerade die Debatte. Ich sage, alle bekloppt. Vor der amerikanischen Botschaft demonstriert auch Abu Islam. Es sind Christen, die an die Bibel glauben, so Abu Islam. Und dann zerreißt er eine englische Ausgabe der Heiligen Schrift in Stücke. Ja, die Bibel hat er übrigens im Ibis-Hotel am Hauptbahnhof geklaut. Ja. Und zwar zusammen mit dem weißen Bademantel. Zugegeben, es ist, das will ich gerne zugeben, es ist eine schwierige Gratwanderung, die wir gerade durchmachen. Meinungsfreiheit versus Rücksicht auf religiöse Gefühle. Beides große Güter. Aber das klären wir jetzt in einer neuen Ausgabe von Aufregen oder Abregen. Unsere beiden Kontrahenten heute für das Team Aufregen, Petra Radetzky, und für das Team Abregen, hä? Gernot Hassknecht. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Aufregen oder Abregen. Oder ab.
aufregen. Vielen Dank. Ja, Petra, Sie finden also, wir sollten uns alle einfach mal mehr aufregen. Worüber jetzt genau? Worüber aufregen? Ja, da regt mich ja schon die Frage tierisch auf. Es kann doch nicht sein, dass man jetzt wegen eines beschissenen Films ernsthaft darüber nachdenkt, bei uns die Meinungsfreiheit einzuschränken. Also das haut ja wohl den dicksten Mufti vom Minarett. Ja, ja, so ist er halt, der Orientale. Wenn die gerne wütend sind, muss man auch akzeptieren. Machst du eh nix dran. Gernot, Sie klingen heute irgendwie nicht wie Sie selber, muss ich sagen. Es ist nur so ein Gefühl. Alles in Ordnung bei Ihnen? Mir geht's Gold, ehrlich. Weil ich endlich gelernt habe zu chillen, verstehst du? Naja, immer schön locker durch die Hose atmen. Okay. Hallo? Wir haben hier Jahrhunderte für Meinungsfreiheit gekämpft. Das nennt man Aufklärung. Und die sollen wir jetzt durchs Klo spülen, weil sonst irgendwelche Spacken wütend auf uns sind, die sowieso immer wütend sind, verfluchte Scheiße, noch eins? Wut ist nie die Lösung. Ich sage, wenn der Film scheiße ist, dann verbieten wir den halt. Und wo wir schon dabei sind, das blöde Buch von der Bettina Wulff gleich mit. Natürlich auch sämtliche Filme von Til Schweiger. Ja, die nerven auch wie Sau. Okay, das mit Schweiger ist ein Argument. Ihr verweichlichten Wohlstandspussis. Immer gleich einknicken, ja? Als nächstes kommen dann die Buddhisten und sagen, der Sigmar Gabriel, der muss abnehmen, der verspottet unseren Buddha. Naja, das ist jetzt, also der Fall ist vielleicht ein bisschen konstruiert, ganz mal ehrlich. Ja. Und irgendwann darf man dann auch keine Witze mehr über Haarausfall machen, sonst fühlt sich der Welke gekränkt. Ja, ist ja gut. Ich glaube, wir haben das Prinzip jetzt verstanden, Petra. Was sollen wir denn konkret machen? Einfach mal runterkommen. Peace, Leute. Peace am Arsch! Statt unsere Grundrechte zu opfern, sollten wir die ganze Religion verbieten. Bitte? Welche denn? Alle Religionen natürlich. Kreuzzüge, Hexenverbrennung, ja? 11. September, alles wegen Religion. Und wenn man mal 3 Minuten zu Hause auf dem Sofa sitzt und verschissen noch mal entspannen will, dann klingelt todsicher an der Tür und da stehen dann 2 so Hiopais und sagen, guten Tag, haben Sie in letzter Zeit mal über Gott nachgedacht? Gegenfrage! Gegenfrage! Habt ihr in letzter Zeit mal über neue Zähne nachgedacht? Jetzt beruhigen Sie sich mal wieder, wirklich. Einfach mal beruhigen. Beruhigen, ja? Ich bin aber nicht im Team beruhigen, ich bin im Team aufregen. Ja, ich weiß. Mann, Radetzky, halt mal einen Ball flach. Das macht nur Falten. Gernot, jetzt muss ich aber doch mal fragen. Warum sind Sie heute so wahnsinnig entspannt? Machen Sie Yoga? Ach, Quatsch. Als ich die Bilder von den brennenden Botschaften gesehen habe, da habe ich mich so dermaßen aufgeregt, dass ich angefangen habe, Drogen zu nehmen. Willst du auch mal? Nein, will ich nicht. Ja, komm, gib her. Petra Radetzky und Gernot Hassknecht, meine Damen und Herren. Vielen Dank. Danke sehr. So, nach diesem doch sehr ernsten Thema jetzt mal gute Nachrichten, liebe Zuschauer. Der Kampf gegen rechts in Deutschland ist gewonnen. Ja, Sie haben richtig gehört. Unser Innenminister, das ist der unscheinbare Mann hier links im Bild, hat am Mittwoch die zentrale Ermittlungsdatei gegen rechts gestartet. Feierlich, also quasi. Es geht los. Ich drücke auf Enter. Ein kleiner Klick für den Innenminister. Na also. Vielleicht ein großer im Kampf gegen den rechten Terror. Ja, vielleicht auch nicht, meine Damen und Herren. Ja, wenn es so einfach wäre. Enter. Rechter Terror besiegt. Ja, drücke ich gleich noch mal Enter. Zack, 10 Kilo abgenommen.
Bislang haben unsere Geheimdienste, wir haben ja einige davon, bei der Aufklärung der NSU-Morde ja vor allem eins gemacht: die Mitglieder des zuständigen Untersuchungsausschusses wirklich nach Strich und Faden verarscht. Also es hört und hört nicht auf. Eine solche Frechheit. Es ist ein weiterer Schock. So geht das nicht. Ich bin wirklich genervt. Unsere Geduld im Ausschuss ist langsam am Ende. Ist denn die ganze Welt verrückt geworden? Bin ich denn hier der einzige Idiot, dem Regeln noch irgendwas bedeutet? Ja, da kann man schon mal sauer werden. Zum Beispiel wegen Thomas S. bis 2011 V-Mann des LKA Berlin und mutmaßlicher Sprengstofflieferant des Zwickauer Terrortrios. Von dem hätte der Untersuchungsausschuss bestimmt gerne mehr erfahren, hat ihm aber leider keiner erzählt. Wozu haben wir denn überhaupt solche V-Männer? Das fragt ihr euch bestimmt zu Hause jetzt auch, liebe Kinder. V-Mann, lieber V-Mann, erzähl uns eine Geschichte. V-Mann, lieber V-Mann, wir geben dir das Geld, dann sehen wir den Hitlergruß. Die Akte in den Schredder muss, wir sind der dümmste Geheimdienst auf der Welt. Das ist Thomas S., voll der Nazi. Er bringt dem Terrortrio aus Zwickau ganz viel Sprengstoff. Dafür darf er über die Beate rüber. So wie ganz viele Nazis vor ihm. Weil man mit Beate knattern, aber kein Geld verdient, holt er sich Kohle vom Berliner LKA. Dafür erzählt er ihnen, wo die drei Terroristen wohnen. Und warum dann keiner verhaftet wurde, liebe Kinder, das weiß ich auch nicht. Liebe Bullen, gebt fein Acht. Ich hab euch etwas mitgebracht. Sand. Ja. Das V-Männchen. Nächste Woche an dieser Stelle dann wieder die Sendung mit der Nazi-Maus. Wenn wir uns die Geheimdienstskandale der letzten Wochen ansehen, dann bleibt ja doch vieles noch im Nebel, da bleibt vieles mysteriös. Ein klarer Fall für Aktenzeichen XY eingedöst, Geheimdienst-Edition mit Christian Ehring, meine Damen und Herren. Aktenzeichen XY eingedöst mit Christian Ehring. Guten Abend, meine Damen und Herren. Haben Sie jetzt gerade Ihre erste Moderationskarte geschreddert? Ja, klar. Ich schredder ab jetzt alles. Habe ich aus der Geheimdienstaffäre gelernt. Und ich sage Ihnen, da sind immer noch jede Menge Fragen offen. Warum zum Beispiel tauchten Fahndungsfotos von Böhnhardt und Mundlos, den NSU-Mördern, schon vor Jahren in Sendungen wie Tatort oder Küstenwache auf? Ja. Das ist eine gute Frage. Habe ich mich auch gefragt. War das nur Zufall? Natürlich nicht. Denn wie ich herausgefunden habe, war Uwe Mundlos noch an vielen anderen Fernsehsendungen beteiligt. Beim Supertalent war er dabei. Bei Lava Lichter Mundlos. Bei Unser Charlie? Ist nicht wahr. Wer von den beiden ist denn Mundlos? Natürlich der ganz rechts. Ah ja. Ist doch klar. Und natürlich war er auch als Reporter bei der Heute-Show. Stimmt. Ja. Hatte ich völlig vergessen. Also hätten unsere Geheimdienste den Mann theoretisch finden können? Ja, theoretisch. Aber dafür hätte man ihn ja suchen müssen. Und wer hat die Zeit? Ja. Sagen Sie mal, es gab doch schon zu seiner Bundeswehrzeit eine Mundlos-Akte beim MAD. Warum ist die denn nicht beim Untersuchungsausschuss gelandet? Gute Frage. In diesem Zusammenhang wurde gegen diesen Mann ermittelt. Sehr schwer zu finden. Ja. Er ist so farblos, selbst vor einer Raufasertapete ist der Mann quasi unsichtbar. Hm. Inzwischen hat sich herausgestellt, er ist angeblich unser Verteidigungsminister und er hat eine super Erklärung für das Versäumnis mit der Akte. Das war ein Versäumnis, das war unsensibel und das gilt auch für mich. Und wir und ich ärgern uns am allermeisten über diesen Fehler. So. Herzlichen Dank. Und damit muss die Sache jetzt aber auch mal vom Tisch lang. Ich finde schon. Vielen Dank. Tschö. Das heißt, wir sind noch nicht fertig. Also. Ja. Okay, fassen wir noch mal zusammen. Die V-Männer beim Geheimdienst sind handverlesene Verbrecher und Nazis. So viel habe ich verstanden. Aber die Festangestellten bei unseren Diensten, das sind doch hoffentlich gut ausgebildete Vollprofis. Ja, über den Verfassungsschützer Andreas T., der zufällig zum Zeitpunkt eines NSU-Mordes am Tatort war, heißt es: Der war erstens früher mal Postzusteller,
hat dann über eine 3-jährige Weiterbildung sich vermeintlich qualifiziert zum Verfassungsschützer. Wie jetzt? Postzusteller? Warum nehmen Sie nicht gleich die Typen, die beim Autoscooter hinten drauf springen? Sag mal, braucht man denn überhaupt keine Qualifikation, um Verfassungsschützer zu werden? Oh doch, Sie müssen natürlich vorbestraft sein. Ah ja, ist klar. Und natürlich, das ist doch klar. Natürlich muss man auch die richtige politische Gesinnung haben, so wie Andreas T. Er hatte eine, ich sag mal, rechts eingefärbte Biografie. Also wissen Sie, wenn jemand in der Nachbarschaft den Spitznamen Klein Adolf hat, das kriegt man raus, wenn man eine Einstellung vornimmt für einen hochsensiblen Sicherheitsbereich. Naja, ja, ja. Und man hätte die Nachbarn gar nicht mal fragen müssen. Es hätte völlig gereicht, einfach aufs Klingelschild zu gucken. Oh ja, tatsächlich. Ja. Christian, jetzt mal. Das ist natürlich schon Ermittlungsarbeit für Fortgeschrittene. Ne? Da hingehen und wirklich. Das kann nicht jeder. Christian, Butter bei die Fische. Sind unsere Geheimdienste, nach allem, was wir jetzt wissen, im Kampf gegen rechts einfach nur unfähig oder, Stichwort Vertuschung, böswillig? Och, ich sag mal 50-50. Schauen Sie mal hier. Das sind unsere Inlandsgeheimdienste. Insgesamt 36. Jedes Bundesland hat einen eigenen Verfassungsschutz. Sogar Bremen. Was? Bremen? Ich weiß, es klingt erstmal bizarr, aber da wurde letztes Jahr tatsächlich mal ein Fahrrad geklaut. Hör doch auf! Bestimmt von einem Linken. Natürlich. Also 36 Geheimdienste. Und jetzt zeichne ich mal all die Kanäle ein, über die Informationen zwischen den Diensten ausgetauscht wurden. Ja, bitte? Ja, ich bin fertig. Das ist alles. Ja. Da redet keiner mit dem anderen. Ja, das wird ja jetzt viel besser mit der Datei gegen rechts. Ja, Christian, vielen Dank. Das war absolut furchtbar, was Sie uns da erzählt haben. Und ich denke, die Zuschauer, was machen Sie denn jetzt? Ich schredder den Schredder. Man weiß ja nie. Christian Ehring, meine Damen und Herren. So, meine Damen und Herren, ich muss Ihnen leider sagen, ich bin maßlos enttäuscht. Laut einer Umfrage aus dieser Woche wünschen sich 54% der Deutschen wieder eine große Koalition. Weil sie keinen Streit mögen, denn den haben sie ja zu Hause. Sag mal, wie bescheuert kann man sein? Große Koalition, hallo, ich war dabei, das war Mist. Ich finde nur, wir haben super gearbeitet. Finde ich nicht. Ne? Im Übrigen ist es doch, wenn man drüber nachdenkt, völlig wurscht, welche Partei demnächst unter Angela der Ersten mitregieren darf. Am Montag hat sie sich den Fragen der Hauptstadtpresse gestellt. Das müssen Sie wissen, ist so eine uralte Tradition bei Hofe zum Sommerende. Da dürfen die Journalisten einmal wirklich alles fragen. Jetzt die gute Nachricht, müssen sie aber gar nicht, denn das erledigt jemand anders für sie. Wie geht es politisch weiter? Reicht der Fiskalpakt aus? Brauchen wir eine... Wie kann ich diese Wettbewerbsfähigkeit angleichen? Was passiert bei Nichteinhaltung? Wie viel mehr Verbindlichkeit brauchen wir noch? In diesem Sinne einige Anregungen für die Diskussion von meiner Seite. Und jetzt freue ich mich auf Ihre Fragen. Ja, schade, für die war dann keine Zeit mehr. Das ist ärgerlich. Und es wird Sie nicht überraschen, aber natürlich ist es auch bei dieser Pressekonferenz nicht gelungen, Sie bei einer Meinung zu irgendwas zu erwischen. Immerhin, sie hat behauptet, das fand ich interessant, Schwarz-Gelb wäre ihr im Vergleich doch irgendwie lieber als die Große Koalition. In einer Großen Koalition gibt es immer noch einen Partner, der möchte auch den Kanzler stellen. Wie bitte? Herr Rösler ist gerne Vizekanzler, das kann ich gut verstehen. Natürlich. Du, für den Rösler ist Vizekanzler eine super Sache. Ne? Der ist froh, wenn er mit den Großen am selben Tisch sitzen darf. Vizekanzler, der zweitwichtigste Job im Land, direkt nach Blödmanns Gehilfe. So, die Merkel. Die Frau Merkel hat wirklich den letzten Funken Leidenschaft in der deutschen Politik im Keim erstickt. Die Fotografen, die sind schon so verzweifelt, die drehen völlig durch, wenn die Frau sich auch nur bewegt. Achten Sie jetzt mal auf die Kamerageräusche. Wenn wir jetzt sagen würden, wir heben unsere Lohnstückkosten an auf das mittlere
Was ist passiert? Immer sie so eine Geste machen. Ja, gut, wird's lauter. Also, wenn wir unsere Lohnstückkosten einfach anheben würden. Wahnsinn, diese Macht, oder? Wie die im Griff hat, das will ich auch. Warte mal. Ich wollte eigentlich nur die Fotografen hören. Warte mal. Ich weiß doch, was ihr wollt. Wir halten fest, Frau Merkel hat die Journalie im Griff. Und das Programm der CDU besteht nur noch aus einem Wort, Merkel. Stört die Partei aber nicht, denn die hat sich eh vor Jahren aufgegeben. Keiner muckt mehr auf, seit Frau Merkel diesen fiesen neuen Bodyguard hat. Und es steht uns gut an, dieses wirklich große Projekt. Bei dem ja. Und da war noch nicht mal Vollmond. Ja. Das ist das System Merkel. Diese Woche kam übrigens der offizielle Armuts- und Reichtumsbericht ihrer Regierung raus. 10% der deutschen Haushalte besitzen jetzt die Hälfte des Privatvermögens. 10%. Die Schere geht immer weiter auseinander in diesem Land. Die FDP lehnt den Bericht übrigens ab. Was bedeutet, dass er stimmt? Wir schalten live zu Albrecht Humboldt, unserem Experten für Standesdünkel und soziale Ungerechtigkeit. Albrecht, macht Sie dieser Bericht auch so wütend? Ach, es geht. Ich sehe ja durch die getönten Scheiben hier halt auch nicht so viel von dem Elend im Land. Außerdem, alte Regel, wenn es den Reichen gut geht, dann fällt für die Armen auch immer was vom Tisch. Ja, diese dreckige Lüge erzählt man uns seit Jahren. Der Reichtumsbericht beweist doch, die Reichen behalten den Reichtum für sich. Ja, natürlich. Deswegen sind die ja reich. Wie hat meine Oma immer gesagt, Albrecht, du wirst nie einen Privatjet haben, wenn du jedem Penner Geld schenkst. Ach ja, Oma. Ja. Hoffe, die ist inzwischen eingeschläfert. Albrecht, es kommt ja nichts unten an. Die unteren 40% der Festangestellten in Deutschland haben in den letzten Jahren inflationsbereinigt immer weniger verdient. Ja, dann haben die sich offenbar nicht genug angestrengt. Wir müssen endlich mal weg von dieser Vollkasko-Mentalität. Ich verdiene so wenig, da muss der Staat was machen. Mein Schuh ist auf, den muss der Staat zumachen. Nee. Es gibt genau drei Wege zum Erfolg. Leistung, Leistung und... Leistung? Jetzt lassen Sie mich doch mal ausreden, verdammt noch mal. Leistung. Ja, das ist exakt das ekelhafte Gelaber, das Mitt Romney gerade in den USA zum Verhängnis wird. Hier, es ist ein heimlich gedrehtes Video aufgetaucht. Haben Sie es gesehen? 47% der Wähler, so Romney, sehen sich als Opfer und meinen, dass die Regierung für Gesundheit, Lebensmittel und Wohnung sorgen soll. Die werde ich nie davon überzeugen, Verantwortung zu übernehmen und ihr Leben selbst zu regeln. Ja, Entschuldigung! Das war ein Spendendinner unter Multimillionären. Da kann doch keiner ahnen, dass da irgend so ein Opfer mitfilmt. Irgend so ein neidischer Kommunistenkellner. Jetzt hören Sie mal auf, Humboldt. Die deutschen Privatvermögen haben sich in den letzten 20 Jahren verdoppelt, während der Staat immer mehr Schulden macht. Ja, und warum? Weil der Staat ein Loser ist. Loser! Ach komm, sehen Sie es positiv. Wenn sich zum Beispiel niemand mehr so eine schöne Stretch-Limousine leisten könnte, dann hätte der Chauffeur von dem Besitzer auch keinen Job mehr. Ja, das ist ein gutes Stichwort. Lassen Sie die Karre schon mal warm laufen, ich will direkt nach dem Abspann nach Hause. Oh, ja, alles klar, Chef. Soll ich die Sitzheizung auch schon anmachen? Weniger quatschen, einfach machen. Albrecht Humboldt, meine Damen und Herren. Ja.
Und machen Sie sich keine Sorgen, den Champagner ziehe ich ihm von seinen 6 Euro Stundenlohn ab. Machen wir uns nichts vor. Immer mehr reiche Deutsche verabschieden sich gerade aus der Solidargemeinschaft und bringen zum Beispiel ihr Schwarzgeld in die Schweiz. Aber, wichtige Frage, was macht man, wenn man dabei erwischt wird? Mein Tipp, einfach doof stellen. Ich habe Sie gefragt, wie viel Geld haben Sie dabei? Haben Sie gesagt, nichts. Ja. Warum? Ihre Frau hat noch mal 10.000. Auch noch mal? Ja. Ja, das ist ja schlimm. Das ist ja schlimm. 10.000? Sperren Sie die Olle mal lieber weg, du. Für immer. Unser Finanzminister kämpft weiter für das sogenannte Steuerabkommen mit der Schweiz, bei dem die Hinterzieher, ganz praktische Sache für die Damen und Herren, anonym bleiben und noch Monate Zeit hätten, die Kohle nach Singapur zu retten. Erklären Sie uns das mal, Herr Schäuble. Ja, ja. Ich hoffe sehr, ich hab... Keinen Bock mehr. Ja, so einen Plattenspieler hatte ich auch mal. Ja. Er kämpft weiter für das Steuerabkommen, das von den SPD-regierten Ländern blockiert wird. Natürlich sind in der Schweiz auch viele Menschen gegen das Steuerabkommen mit Deutschland, denn die leben ja indirekt vom Schwarzgeld. Erich Hess zum Beispiel, prominenter Politiker der rechtskonservativen Partei SVP. Es kann nicht sein, dass wir als Schweiz für Deutschland die Steuern eintreiben. Dieses widerspricht jeglichem Souveränitätsprinzip eines Landes. Erich Hess, schöner Name übrigens, und seine Partei, also er und seine Partei, treten nicht nur für das Souveränitätsprinzip ein, sondern auch für das Abschieben von sogenannten Sozialschnorrern und kriminellen Asylbewerbern. Unser neuer Kollege Ralf Kabelka hat den, ja, sehr agilen Medienprofi Hess im Steuerparadies besucht. So, Herr Hess, es geht los und bitte. Gemessenen Schritt, nicht zu schnell, aber jetzt schneller. Auch nicht gehetzt, jetzt winken. Und jetzt langsam auf die Kamera zugehen. In die Kamera rein lächeln, richtig strahlen. Ja, genau, haben wir es, ja. Und nochmal winken. Und jetzt sagen Sie bitte Ihren Namen. Mein Name ist Erich Hess. Nochmal? Mein Name ist Erich Hess. Nochmal winken und aus dem Bild gehen. Wenn Sie vielleicht den einen oder anderen Fraktionskollegen oder kurz Shake Hand oder sowas oder grüßen oder so, dass man so sieht, so mit dem Kollegen. Du musst mich schnell grüßen, wenn, wenn ja. Du so kommst. Danke, danke, bestens, merci. Ja, ja, ist gut gelaufen. Okay. Das Ganze nochmal auf Deutsch. Heute ist das alles perfekt gelaufen. Schauen, dass so weitergeht. Ja, mal auf die Schulter klopfen oder so. So geht das. Was sind denn so Ihre Hauptthemen Ihrer politischen Arbeit? Gut, ich setze mich ein für weniger Steuern, Gebühren und Abgaben gegen einen EU-Beitritt der Schweiz und dass kriminelle Ausländer ausgeschafft werden. Zudem setze ich und meine Partei uns ein, dass nicht mehr jeder in der Schweiz eingebürgert wird, sondern dass klare Kriterien aufgestellt werden, dass jemand eingebürgert werden kann. Wir haben dort auch eine Initiative lanciert. Ich würde schon lange verzweifeln, wenn ich sehen würde, wie viele Milliarden Euro von Deutschland in die anderen europäischen Staaten verfrachtet wird. Machen Sie weiter. Und den eigenen Bürgerinnen und Bürgern. Und ich finde es eine Schweinerei, dass Fertig? Ja. Oder was? Ach so, Nils, alles sehr, sehr gut. Was würden Sie den Deutschen zurufen? Liebe Deutsche, schaut besser auf die Finger. Mein Name ist Erich Hess. Ach, gut. Mein Name ist Erich Hess. Liebe Deutsche, schaut euren Politikern besser auf die Finger. Wenn ihr seht, wie sie mit vollen Händen das Geld zum Fenster hinaus schmeißen. Mein Name ist Erich Hess. Ich setze mich ein für tiefere Steuern, Gebühren und Abgaben gegen einen EU-Beitritt der Schweiz und
dass kriminelle Ausländer aus der Schweiz ausgeschafft werden. Ja, das hatte schon viel Schönes. Wir machen es nochmal. Liefen noch super, die Dreharbeiten. Nach meinen Informationen drehen die immer noch. So. Und jetzt noch etwas aus der schillernden Welt der Wissenschaft. Forscher haben gerade herausgefunden, das Naturphänomen Echo gibt es tatsächlich doch nicht nur in den Bergen. Und wie auf jedem guten Volksfest gibt es auch hier Riesenrad, Riesenwirbel, Riesenspaß. Wir sind jedes Jahr hier. Wunderbar. Das war die Heute-Show. Jetzt kommt Aspekte. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Tschüss.